100 Tage ist Landrat Rico Anton bereits im Amt. Das ist gleich ein Thema bei uns. Brechen wir also auf in eine neue Bergzeit und machen jeweils Station in der Stadt. Entwicklungskonzept für Johann-Georgen-Stadt. In der Natur Wettinbrunnen in neuer Pracht. Und in der Halle Ausbildungsmesse und andere Veranstaltungen. Glück auf! Die Zeit bleibt nicht stehen. Am 1. August 2022 hat Rico Anton von der CDU im Erzgebirgskreis das Amt des Landrates angetreten. Immerhin, im Landkreis Zwickauer Land gibt's ja noch nicht mehr einen. Die ersten Tage sind aber schon wieder vorüber und er sagte dabei, ich arbeite gern in meiner neuen Funktion und fühle mich im Amt angekommen. So sein Fazit mit Blick auf die ersten 100 Tage im Amt. Mit Blick voraus hat er die Entwicklung einer Landkreis-App angekündigt. Bereits ab dem kommenden Jahr 2023 soll die als neuer Informations- und Kommunikationskanal sowie als Serviceplattform zur Verfügung stehen. Damit werde dem Smartphone-Trend Rechnung getragen, so Landrat Anton. Der erste Mann im Landratsamt betonte aber zugleich, dass auch die traditionellen Informationswege, wie etwa der regelmäßig erscheinende Landkreiskurier oder die zahlreichen Fachbroschüren und Flyer in gedruckter Form beibehalten werden sollen. Was wir bei ErzTV machen können, dass die Erzgebirger gut informiert sind, das werden wir weiterhin in gewohnter Weise tun. Die Bergzeitnachrichten stehen da ganz oben. Ab dem 12. November wird das Außenbecken im Gesundheitsbad Actinon wieder regulär für die Badegäste geöffnet sein. Wegen Modernisierungsarbeiten war es seit dem 4. April geschlossen. Die komplette Badetechnik, die Sprudelliegen, die Scheinwerfer sowie die Ausschwimmschleuse vom Innenbereich aus wurden rundum erneuert. Die Polizeidirektion Chemnitz sucht zuverlässige und engagierte Frauen und Männer für die ehrenamtliche Tätigkeit in der sächsischen Sicherheitswacht. Sie sollen unter anderem auch im Erzgebirgskreis in den Polizeirevieren Aue, Annaberg, Marienberg sowie Stolberg tätig werden. Derzeit sind 54 Frauen und Männer in allen Polizeirevieren des Direktionsbereiches ehrenamtlich aktiv. Die Ehrenamtlichen unterstützen ihr Polizeirevier insbesondere durch zusätzliche Streifen in der Öffentlichkeit und leisten damit einen Beitrag zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Sie sind dabei auch Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger und nehmen sicherheitsrelevante Hinweise entgegen. In Johann-Georgen-Stadt steht derzeit das integrierte Stadtentwicklungskonzept, kurz INSEC, auf der Tagesordnung. Das soll dazu dienen, die gesamtstädtische Strategie zur Steuerung der Entwicklung für die nächsten ca. 15 Jahre festzulegen. Aktuell verfügt Johann-Georgen-Stadt über ein INSEC aus dem Jahr 2008. Das ist nicht mehr ausreichend auf die heutigen Gegebenheiten ausgerichtet und soll daher angepasst werden. Im Zuge der Erstellung des neuen integrierten Stadtentwicklungskonzepts sind die Einwohner von Johann-Georgen-Stadt im November zur Mitwirkung eingeladen. Mehr zur Bürgerbeteiligung ist auf der Homepage der Stadt zu erfahren. In Annaberg-Buchholz muss die Vollsperrung der kleinen Kirchgasse im Bereich zwischen den Hausnummern 23 und 35 bis voraussichtlich 24. November verlängert werden. Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Erzgebirge Trinkwasser GmbH. Fürs Erzgebirge gibt es einen neuen Wanderführer. Fernwanderweg, Kammweg, Erzgebirge, Vogtland heißt das jetzt beim Verlag Esterbauer erschienene Werk. Der Wanderführer hat 180 Seiten und kostet 12,90 Euro. Der Highline-Wanderführer beschreibt den 284 Kilometer langen Fernwanderweg mit genauen Karten im Maßstab 1 zu 35.000, präzisen Streckenangaben,
Höhenprofilen sowie kulturellen und touristischen Informationen zu den lokalen Angeboten. Ein umfangreiches Übernachtungsverzeichnis rundet die Tourenplanung ab. Der Verlag Esterbauer mit Sitz in Österreich ist seit über 30 Jahren mit seinen Marken Hikeline und Bikeline Spezialist für kartografische Reiseführer. Nochmal Kammweg. Die Förderpreisträger des Literaturwettbewerbes Kammweg des Jahrgangs 2022 werden am 11. November im Kunstkeller Annaberg ihre prämierten Geschichten lesen. Das Ausschreibungsjahr 2022 stand für das Genre Kurzgeschichten mit dem Thema Ohne Kompass zwischen Berg und Tal. Die Lesung wird von Undine Materni, Dresdner Lyrikerin, Autorin und zugleich Juryvorsitzende des Literaturwettbewerbs Kammweg moderiert. Musikalisch wird sie von Klarinettist Miroslav Rohr aus Oberwiesenthal begleitet. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Beisein von Landrat Rico Anton. Der Besuch ist kostenfrei. Der erste Förderpreis wurde Katharina Kaps aus Berlin zugesprochen. Die beiden weiteren gleichrangigen Förderpreise gingen an Bettina Hase aus Leipzig sowie Siegfried Strassner aus Nürnberg. Am Ende der öffentlichen Lesung bleibt Zeit fürs Gespräch mit den Gewinnern. Seit vielen Jahren hat sich die Ausbildungsmesse Erzgebirge bewährt. In diesem Jahr wird sie erstmals unter der Bezeichnung Make Erz an den vier Standorten durchgeführt. Nach Annaberg-Buchholz, Auerbad Schlema und Marienberg ist am Sonnabend Stolberg als letzte Station an der Reihe. Sie sehen Archivbilder. Die Messen finden jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Veranstalter der Messe ist die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH gemeinsam mit dem Erzgebirgskreis. Mitinitiatoren sind alle Partner der Fachkräfteallianz Erzgebirge. Liebhaber der Aktfotografie bekommen auch 2023 die Chance, sich von Erotica Mineralis Dossia begleiten zu lassen. Der Scheibenberger Fotograf Olaf Martin hat für seinen Kultkalender in bewährter Manier schöne weibliche und männliche Körper und die bizarren Schätze des Berges auf einem Bild vereint ins rechte Licht gesetzt. Öffentlich präsentiert wird der Kalender am Sonntag 14.30 Uhr im Pferdegöpel am Markus-Röhling-Treibeschacht in Frohnau. Wir werden berichten. Der traditionsreiche Skifasching Oberwiesenthal feiert in diesem Jahr seine 105. Saison. Auftakt in die fünfte Jahreszeit ist am 11.11. um 11.11 Uhr vor dem Rathaus von Oberwiesenthal. Bürgermeister Jens Benedikt erwartet die Närrinnen und Narren zur Schlüsselübergabe. Benedikt, der seit Dezember 2021 im Amt ist, feiert damit seine erste Faschingssaison als Stadtoberhaupt. Am Abend lädt der Verein noch zum Tanz und Programm auf die Freilichtbühne am Skihang ein. Nach einer schönen Open-Air-Veranstaltung im letzten Jahr halten wir an dem Konzept fest und feiern erneut den Auftakt im Zelt vor der Freilichtbühne, so Vereinspräsident Mike Wittmann. Die Gäste erwartet ein kleines Programm sowie Essen und Getränke. Ab 18 Uhr beginnt die Faschingssause. Über 400 Gäste besuchten bisher die aktuelle Ausstellung der gemeinnützigen Stiftung Tolm, die Arbeiten der Klöpplerin Angelika Pirschke erstmalig in ihrer Gesamtheit zeigt. Dass nicht immer alles geradeaus ging im Leben der ehemaligen Talheimerin, das drückt Angelika Pirschke schon mit dem Titel Gekreuzt und gedreht, wie das Klöppeln so das Leben aus. Die Ausstellung wurde verlängert, sodass die gastgebende Stiftung gemeinsam mit der Künstlerin am kommenden Sonntag nochmal ins Ausstellungscafé in die Räume in der Friedrichstraße 1a nach Talheim-Erzgebirge einlädt. Geöffnet ist von 15 bis 17 Uhr. Der Geflügelzüchter und Heimatverein Alberoda 1899 lädt am Wochenende zur Rassegeflügelausstellung ins Vereinsheim auf der Alberoda Straße 155 ein. Gezeigt werden über 200 Tiere. Sonnabend ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Sonntag von 10 bis 15 Uhr.
Noch bestimmt das Herbstlaub das Bild rund um den König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald zwischen Grünhain, Bayerfeld und Bernsbach. Doch die Weihnachtszeit lässt hier schon grüßen. Vorbote ist ein Wunschbriefkasten. Der wartet am Zaun rechts neben der Zufahrt auf Kinderpost. Dank seiner roten Farbe und dem Weihnachtsmann ist der Wunschbriefkasten kaum zu übersehen. In der Touristinformation im König-Albert-Turm gibt es auch kostenfreie Karten. Es können aber auch selbstgestaltete Karten eingeworfen werden. Die roten Briefkästen für die Weihnachtswünsche gibt es in der Spiegelwaldregion seit 12 Jahren. Auch an weiteren touristischen Einrichtungen der Stadt Grünhain-Bayerfeld, nämlich dem Schaubergwerk Herkules Frischglück sowie im Natur- und Wildpark in Waschleite werden sie aufgehängt. Vom bei Wanderern beliebten König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald in Grünhain-Bayerfeld kommen wir zu einem anderen gern angesteuerten Ausflugsziel im Westerzgebirge. Das ist der Wettinbrunnen in Ehrenzipfel. Wenn Sie vielleicht auch noch nicht dort waren, davon gehört haben Sie bestimmt. Ein weithin bekanntes Wasserspiel im Erzgebirge ist der Wettinbrunnen an der S271 zwischen Rittersgrün und Tellerhäuser. Oder genauer, zwischen Ehrenzipfel und Zweibach. Seit kurzem erstrahlt die bei Touristen und Heimatfreunden beliebte Anlage im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Glanz. Das aus Steinen bestehende Denkmal wurde gereinigt. Auch der Wassergraben sieht jetzt schöner aus. Neu ist auch das Geländer. Im Umfeld des Wettinbrunnens warten eine neue Infotafel, eine neue überdachte Sitzgruppe sowie ein Waldquiz von Sachsenforst. Auf den Weg gebracht hatte die bauliche Aufwertung des Brunnenareals der Verein Chronisten-Stammtisch Rittersgrün. Von 60.000 Euro, die investiert wurden, berichtet die Freie Presse unter Berufung auf Ortsvorsteher Thomas Welter. 80% waren LIDA-Fördermittel, den Restbetrag finanzierte die Gemeinde Breitenbrunn. Der Brunnen prägt das Bild vom Wettinplatz. Bereits 1889 wurde an dieser Stelle ein erster Brunnen errichtet. Den Anlass gab damals die 800-Jahr-Feier des sächsischen Herrscherhauses Wettin. Nach dem Zweiten Weltkrieg ereilte den Brunnen das gleiche Schicksal wie zahlreiche andere Brunnenanlagen der Region. Er verfiel. Erst nach der politischen Wende wurde der geschichtsträchtige Brunnen Anfang der 1990er Jahre durch den Erzgebirgszweigverein Rittersgrün grundhaft erneuert. Im September 1992 war der Wettinbrunnen ein zweites Mal feierlich eingeweiht worden. Am Sonntag begehen die Deutschen den Volkstrauertag zum Gedenken an die Toten der Weltkriege, aber auch an die Opfer der Kriege unserer Tage. Auch im Erzgebirge wird am 13. November vielerorts zu Gedenkveranstaltungen eingeladen. Der Volkstrauertag war ursprünglich dem Gedenken der deutschen Gefallenen des Ersten Weltkriegs gewidmet. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr dieser Tag eine Erweiterung und gilt nun für alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Für uns ein Grund, nach dem Denkmal Wettinbrunnen noch auf ein Denkmal in Burkhardsdorf zu schauen. Denkmal im Erzgebirge. Gut sichtbar steht in Burkhardsdorf am Markt ein Kriegerdenkmal. Schon von weitem ins Auge sticht ein großer Adler. Kommt man näher, fällt auf, dass der zentrale Widmungsstein mal zerbrochen war und aus den Originalteilen wieder zusammengesetzt wurde. Das Denkmal erinnert seit bald 100 Jahren an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges aus Burkhardsdorf und ist daher von ortsgeschichtlicher Bedeutung. Auf alten Fotos und Ansichtskarten steht das Kriegerdenkmal in der Mitte vor der Schule. Vor nicht allzu langer Zeit hat es im Zuge der Marktplatzsanierung in Burkhardsdorf einen Platz etwas weiter zur Seite und nach hinten gerückt bekommen. Musik.
Also daran denken, wir haben nicht nur den Martinstag und Faschingsauftakt am 11. November, sondern auch den Volkstrauertag am 13. November. Seit 1952 wird der Gedenktag zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen. Bis es Sonntag ist, liegt noch genau eine Bergzeit vor uns. Am Freitag können Sie wieder mit uns auf Erzgebirgstour gehen. Nicht verpassen. Glück auf! In einen bunten Herbst mit TTM. Jetzt satte 20% auf viele Teppiche, aber nur noch bis zum 26. November. Heizkosten senken mit Teppichboden, zum Beispiel Velour in vielen Farben, schon ab 18,95. Jetzt Freude schenken mit unseren attraktiven TTM-Geschenkgutscheinen. PVC-Belag Holzdekor Eiche mit Fließrücken, nur 14,95. Und Anruf genügt, wir kommen auch zur Heimberatung. Das Wichtigste bei TTM ist unser Komplettservice, von der Beratung bis zur Montage bei Ihnen zu Hause. Denn nach dem Kauf liefern und verlegen wir Ihre Böden kostengünstig und professionell. So werden auch Ihre Traumgardinen und Stoffe direkt in unseren Häusern für Sie zugeschnitten und genäht. Auch das Ketteln nach Maß, direkt nach dem Kauf, gehört bei TTM einfach dazu. Das sind alles nette, zuverlässige Mitarbeiter. Wir sind seit 15 Jahren zusammenarbeiten. Das macht es natürlich, sag ich mal, einiges leichter. Man kennt die Leute seit 15 Jahren. Und ja, es macht eigentlich jeden Tag wieder Spaß. Ob bei der Gestaltung Ihrer Fenster oder bei der Verlegung von Vinylböden, PVC, Laminat oder Teppichboden. Wir bei TTM legen großen Wert auf unsere kompetenten und gut ausgebildeten Fachleute. Herbstpreise bei TTM. Damit schön wird, Teppichläufer in drei Farben ab 9,45 der Meter. Heizkosten senken mit Gardinen. Dekoschal in vielen Farben schon ab 19,99. Und wir liefern und montieren alles fachgerecht. Ich bin die Kerstin Schattner. Ich bin Marktleiterin beim TTM-Markt in Lößnitz in unserem schönen Erzgebirge. Und unser Team freut sich auf Sie. Für ein schönes Zuhause. Mit TTM, Ihrer Nummer 1, immer gut beraten. Ich schütze mich, um weiter gut aufbelegt zu sein. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammengegencorona.de. Sie ist wieder da, die große Schlager-Hitparade XXL. Deutscher Schlager vom Feinsten mit Simone und Charlie Brunner. Art Garfunkel Jr., Tanja Lasch, Alexander Martin und die Musikapostel. Präsentiert vom Schlager-Urgestein Bernhard Brink. Sie wollen dabei sein? Dann notieren Sie sich Samstag, 12. November 2022 im Kulturhaus in Aue. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Greifen Sie zu im Internet unter www.schlagertickets.com. Beim Ticketservice unter der Telefonnummer 03771 23761 und den bekannten Vorverkaufsstellen. Die große Schlagerhitparade XXL zu Gast in unserer Region. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Winter kommt. Energie ist knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag zählt.
Das Licht bleibt an. Machen Sie mit und wechseln Sie zu energiesparenden LED-Beleuchtungen. Sie sparen bis zu 94% Energie bei gewohnter, gemütlicher, warmer Lichtfarbe. Wir haben für fast alle Weihnachtsbeleuchtungen die passende LED-Variante und das günstiger, als Sie vielleicht denken. Fragen Sie einfach bei Haushaltwaren Schlottich in Marienberg direkt am Markt oder schauen Sie unter www.haushaltwaren-schlottich.de. Wechseln auch Sie und sparen Energie. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. TTM. Auf in einen bunten Herbst mit TTM. Jetzt satte 20% auf viele Teppiche, aber nur noch bis zum 26. November. Heizkosten senken mit Teppichboden, zum Beispiel Velour in vielen Farben, schon ab 18,95. Jetzt Freude schenken mit unseren attraktiven TTM-Geschenkgutscheinen. PVC-Belag Holzdekor Eiche mit Fließrücken, nur 14,95. Und Anruf genügt, wir kommen auch zur Heimberatung. Das Wichtigste bei TTM ist unser Komplettservice, von der Beratung bis zur Montage bei Ihnen zu Hause. Denn nach dem Kauf liefern und verlegen wir Ihre Böden kostengünstig und professionell. So werden auch Ihre Traumgardinen und Stoffe direkt in unseren Häusern für Sie zugeschnitten und genäht. Auch das Ketteln nach Maß, direkt nach dem Kauf, gehört bei TTM einfach dazu. Seit 2016 bin ich bei TTM, seit 2018 Marktleiter in Stolberg. Wir haben hier ein tolles Team von Raumausstattern und kompetenten Handwerkern, die Ihnen gern von der Beratung bis zur Montage zur Seite stehen. Ob bei der Gestaltung Ihrer Fenster oder bei der Verlegung von Vinylböden, PVC, Laminat oder Teppichboden. Wir bei TTM legen großen Wert auf unsere kompetenten und gut ausgebildeten Fachleute. Herbstpreise bei TTM. Damit schön wird, Teppichläufer in 3 Farben ab 9,45 der Meter. Heizkosten senken mit Gardinen. Dekoschal in vielen Farben schon ab 19,99. Und wir liefern und montieren alles fachgerecht. Mein Name ist Steve Rauchfuchs, ich bin Marktleiter bei TTM in Stolberg. Unser Team freut sich auf Ihren Besuch. Für ein schönes Zuhause. Mit TTM, Ihrer Nummer 1, immer gut beraten.